Damit die Hamsterprogrammierung aber keine trockene Aufgabe oder kein trockenes Ding wird, wo man nur mit Bleistift und Papier arbeitet, gibt es oder arbeiten muss, gibt es den sogenannten Hamster-Simulator. Das ist ein Softwarewerkzeug, das es unterstützt, Hamsterprogramme zu formulieren, zu erstellen und ausführen zu können. Motivation ist, damit kann man wirklich Programmieren üben. Und man lernt zusätzlich auch Programmentwicklungsumgebungen kennen. Denn der Hamster-Simulator integriert einen Editor, einen Compiler und eine Ausführkomponente und es gibt auch sogar einen Debugger zum Debuggen von Hamster-Programmen. Man lernt damit auch den Programmentwicklungsprozess kennen, weil man muss sich auch Gedanken machen über die, in der Analysephase, über die Probleme. Man muss einen Algorithmus formulieren, man muss einen Algorithmus dann letztendlich als Programm eingeben und man muss testen. Im Vordergrund steht natürlich das Spaß haben, denn man kann dem Hamster bei der Arbeit zusehen, wenn man ein Programm korrekt formuliert hat. Der Hamster-Simulator besteht aus mehreren Komponenten, die ich gerade schon kurz genannt hatte. Das ist ein Editor zum Eingeben von Hamsterprogrammen, ein Compiler, mit dem man Hamsterprogramme kompilieren kann. Der Compiler überprüft die syntaktische Korrektheit vom Programm und überführt sie dann letztendlich in ausführbare Programme. Dann gibt es einen Landschaftseditor, mit dem ich hier Landschaften gestalten kann, Hamsterlandschaften gestalten kann und eine Ausführkomponente, die mir erlaubt, Programme in der aktuellen Landschaft ausführen zu können. Und es gibt einen Debugger, der es mir erlaubt, Programme inkrementell, also Anweisung für Anweisung auszuführen und wo ich die Möglichkeit habe, Variablenbelegungen, was Variablen sind, dazu später halt mehr, Variablenbelegungen mir anzuschauen. Schauen wir uns doch den Hamster-Simulator einfach mal an. Hier ist nun der Hamster-Simulator gestartet und ich habe zwei Fenster. Das ist hier das Editorfenster und das Simulationsfenster. Im Simulationsfenster kann ich nun eine Landschaft gestalten. Durch Klick hier auf dieses Symbol kann ich die Größe einer Landschaft festlegen. Ich sage mal, meine Landschaft besteht aus 10 Spalten und 8 Zeilen. Dann habe ich die Möglichkeit, den Hamster umzusetzen. Ich habe die Möglichkeit, Mauern zu platzieren. Ich setze hier einfach mal ein paar Mauern rein. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, Körner in das Territorium zu platzieren. Hier soll mal ein Korn liegen. Hier soll ein Korn liegen. Hier sollen Körner liegen. Jetzt platziere ich den Hamster so, dass ich letztendlich mein Problem, das wir ja gleich angehen werden, der Hamster soll zwei Körner fressen, lösen kann. Ich kann auch Dinge weniger rückgängig machen und so weiter. Felder, einmal erzeugte Felder, lassen sich natürlich auch speichern und wieder laden. Nachdem ich hier dieses Territorium erstellt habe, schreibe ich jetzt ein Hamsterprogramm. Dazu gehe ich in den Editor. Ich klicke hier drauf, um ein neues Programm zu erstellen. Und wir kümmern uns im Moment nur um imperative Programme. Klicke hier auf OK und habe jetzt hier mein Programmgerüst. Hier gebe ich jetzt innerhalb der geschweiften Klammern mein Programm ein. Das war ja vor nimm, das heißt das erste Korn ist gefressen, links um, vor, nimm. Dieses Programm muss ich nun abspeichern, muss ihm einen Namen nennen, es wird dann in einer Datei abgelegt. Welchen Namen ich ihm gebe, ist egal, ich nenne es einfach mal Fresser. Nachdem ich das Programm abgespeichert habe, muss ich es kompilieren. Das heißt, der Compiler überprüft, ob das Programm syntaktisch korrekt ist, das heißt,
ob er das versteht und überführt es, wenn es syntaktisch korrekt ist, in ein ausführbares Programm. Die Kompilierung war erfolgreich. Wenn ich mich hier beispielsweise verschrieben hätte, ich mache das mal folgendermaßen, speichere ab, das U muss nämlich links oben unbedingt groß sein und kompiliere jetzt, liefert mir der Compiler Fehlermeldung. In diesem Fall ist das Programm halt nicht korrekt und es wurde auch kein ausführbares Programm erzeugt. Bevor ein ausführbares Programm erzeugt wird, muss ich diese Fehlermeldung beseitigen. Das heißt, ich muss hier den Fehler beseitigen und an dieser Stelle halt jetzt das U in diesem Fall groß schreiben. Anschließend muss ich hier erneut speichern und kompilieren. Und jetzt ist mein Programm wieder korrekt. Jetzt kann ich hier in diese Ausführumgebung, in die Simulationskomponente wechseln und kann das Programm ausführen. Hiermit kann ich die Geschwindigkeit kontrollieren und drücke hier auf Start. Wir schauen an, was der Hamster tut. Vor, vornimm, links um, vor, vornimm. Wir können uns das auch nochmal anschauen. Der Hamster führt jetzt in der angegebenen Sequenz vor, vornimm, links um, vor, vornimm die Befehle aus und löst das Problem. Das war ein kleiner Einblick in das, was das Hamstermodell und der Hamstersimulator leisten. Dazu mehr, aber auch dann noch in den nächsten Unterrichtseinheiten.